Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Remastered Broken Porcelain. Ja, letzte Folge hatten wir ja wieder am Ende noch einen kleinen Bug. Da haben wir hier nämlich gerade die Mottenschlüssel aktiviert für die neuen Fähigkeiten. Ja, und dann konnte ich mich gar nicht mehr bewegen. Ich habe das jetzt einfach mal nochmal neu geladen, den Speicherstand. Ja, die Mottenschlüssel sind alle weg, das heißt, die Fähigkeit hat sich auch aktiviert. Da habe ich aber schon den nächsten gesehen. Ja, und wir sind ja weiterhin auf dem Weg zum Kinosaal, denn dort sollen wir einen Film besorgen, um damit Lynn befreien zu können aus der Hypnoseschleife. Ich hoffe mal, das geht alles so glatt, wie man sich das jetzt vorstellt. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Wir gucken uns natürlich hier nochmal ein bisschen um. Da sind ja, wie man sehen kann, ziemlich viele von diesen Mottenschlüsseln noch versteckt gerade eben. Und die würde ich trotzdem mal ganz gerne alle mitnehmen. Einfach nur das, was sie haben, falls wir sie mal irgendwann brauchen sollten. Gucken noch mal hier drin. Wir haben zwar schon das meiste abgegradet, das wichtig ist zumindest. So wie Türen versperren oder sowas haben wir jetzt nicht unbedingt gemacht. Guck mal, da ist noch sowas. Lauren Louise. Türen versperren und so, das haben wir noch nicht gemacht. Da könnten wir auch noch upgraden. Was haben wir da? Gut, das haben wir ja eh schon gelesen hier. So. Na gut, dann geht's weiter. Gleich haben wir es geschafft. Da hinten sind wir dann schon. Ach, guck mal. Siehste? Wie viele von den Dingen wir jetzt schon gesammelt haben. Echt ein Wahnsinn. So, dann speichern wir auch gleich mal kurz, wenn wir schon mal da sind. Einmal nämlich hier. So, kurze Gedankenkontrolle und das war's dann auch schon wieder. Nach unten gehe ich jetzt nicht, da gibt's ja eh nichts, außer dieses komische Ding, was immer einen Schlag verpasst. So, da ist auch nichts. Und da sind wir auch schon. Da vorne müssen wir hin, das heißt, wir gucken erstmal hier. Da kommen wir auch rein. Interessant. Haben wir uns da damals eigentlich schon umgeguckt, wo wir hier mit Gloria noch waren? Das war ja auch ziemlich am Anfang. Guck mal. Sehr gut. Da haben wir echt viele. Also da werden die Leute echt belohnt, die sich hier umgucken. Die finden da nämlich extrem viele von den Schlüsseln und natürlich auch von den vermissten Mädchen. Da haben wir die nächste Anita Delia Sierra und noch eine Mottenschlüssel. Ja, Kabel ist jetzt nicht so wichtig. So, da sind wir gleich mal auf der Seite. Dann können wir hier nämlich auch mal gucken. Ah, da haben wir jetzt blöderweise dieses Ding da nicht mehr. Wo die Rosemary... Ach, das sieht jetzt da unten. Guck mal. Die hat er da nicht wirklich gut schießen können. Funktioniert nicht so richtig. Vielleicht von da? Wird mal Keramiktasse erstmal hier ausrüsten. Wie soll man das denn von da unten? Oder vielleicht mit dem Mottenauge. Mit dem geht's ja, glaube ich, auch. Jo. Hehe. Reeds Versprechen. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir uns mal alles verschossen, was wir hier gehabt haben. Aber wir können ja, glaube ich, wieder ein bisschen was mitnehmen. Das jetzt zum Beispiel nicht, aber es gibt ja hier sicher noch andere Sachen. Ein Kabel haben wir noch, ein Kabel, das wir nicht brauchen. Oh, es sieht sehr nach Mottenschlüssel aus, war aber leider gar keiner. Glockenspiel, lalalalalalala. Noch ein Glockenspiel, ach, nehmen wir es einfach mit, wenn wir noch Platz haben, warum auch nicht. Keine Mottenschlüssel gefunden, das ist ja beschämend da drüben. Kommen wir vielleicht ins Ashman-Zimmer rein? Das glaube ich gar nicht. Nee, ist verschlossen. Natürlich ist verschlossen. Eine Flasche, sehr gut. Guck mal, der Lautsprecher ist aber gar nicht hier. Der ist erst da gewesen, als wir mit
Rosemary hier waren. Da ist auch nichts drin. Na gut, da ist das Cinema und da wollen wir rein. Warum muss die gerade jetzt kommen? Warum bewegt die sich überhaupt so ängstlich? Okay, sie geht auch in sein Zimmer rein. Aber sie ist doch da auch drin. Hole den Film aus dem Kinosaal, finde den Schlüssel zum Kinosaal. Sie ist doch jetzt da auch drin, wir können jetzt nicht auch noch da rein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten hier vielleicht irgendwo wieder so ein Glockenspiel beispielsweise platzieren. Am besten hier. Warte mal, das könnte man ja theoretisch auch so machen. Blende den Feind für eine Weile. Das ist jetzt nicht unbedingt hier. Betäube und verwunde den Feind für eine Weile. Klingt da gar nicht mal so schlecht. Dann stellen wir das Ding da auf. Dann kommt sie da her. Und wir gehen ganz easy cheesy ins Ashman-Zimmer. Ist sie schon da? Nee, da kommt sie. Na, wo ist sie denn? Ach, die ist immer noch da drin. Okay, dann müssen wir auf Plan B umsteigen. Nämlich noch so ein Glockenspiel holen. Da ist noch eins drin. Okay, das können wir aber gar nicht nehmen. Wir brauchen irgendwas, um sie aus dem Zimmer rauszulocken. Am besten irgendwas, wo sie dann Richtung Kinosaal geht und wir können dann ganz schnell ins Ashman-Zimmer rein. Ja, vielleicht finden wir ja da irgendwas. Ich weiß nämlich nicht, ob es mit der Flasche allein schon getan ist. Probieren wir es halt mal. Kommt es jetzt rausgescheißert oder eh nicht?
Über Liste Andrea betritt Zimmer 211. Ja. Aber die, wie kommt da einfach nicht raus? Und warum rennt ihr da eigentlich rum, wenn der Mittagsschläfchen hält? Warum rennt denn die da rum und labert den voll? Jetzt rufe ich mal den da. Hihihihi. Hihihihi. Oh. Ich habe keine Ahnung, ob das nutzt. Ich glaube nicht. Ist sie umgekippt? Ach, die liegt jetzt da. Cool. Die liegt jetzt da. Fast. Okay, wir brauchen irgendwelche Dinge, um die wieder abzustechen. Ich glaube nicht, dass das die richtige Möglichkeit ist, um sie da jetzt loszuwerden. Nur blöderweise ist es die einzige Möglichkeit, glaube ich, um sie da loszuwerden. Jetzt haben wir zumindest ein Glockenspiel gefunden. Ein Seil. Wow. Versuchen wir es halt mal wieder damit. Indem wir das da aufstellen. Was? Die kommt einfach nicht aus diesem dämlichen Raum raus. Ich kann ja unmöglich den Raum dort erkunden und wissen, was da drin sein soll und so weiter, wenn der da drin steht. Na wurscht, lass halt mal drin die Flasche. Oder mach nochmal auf. So. Eigentlich wollte ich da oben aufmachen, da liegt nämlich ein Messer drin. Hallo? Ach ja, Flasche auch noch. Und ein Messer, das ist das Wichtige. Und dann speichern wir auch gleich mal, wenn wir schon mal da sind. Einmal den hier. Dankeschön. So. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das die richtige Methode ist. Guck mal, die bewegt sich auch wieder ganz normal. Wenn sie sich bewegt. Ach nee, guck mal, ein bisschen gebeugt geht sie. Also vielleicht hat sie doch noch was abbekommen von vorher. Vielleicht müsste man echt mit dem Messer reinstecken, aber das glaube ich nicht. Schlüssel fürs Kino, na, die ist ja echt doof. Also, die ist ja echt doof. Weißt du, da kommt das Hausmädchen, eine Angestellte, kommt, sticht ihm ein Messer in den Rücken und sie macht nichts. Die bleibt einfach im Zimmer drin stehen. Ich meine, einerseits natürlich schön, aber andererseits okay. So, Cinema Room.
Na, mal gucken. Was haben wir da? Ach so, nur so ein Kabel. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Schraubenzieher nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Before saying goodbye. Vielleicht der hier? Ja! Yeah. Hol den Film aus dem Kinosaal. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Oh nein. Was willst du machen? Wo geht's denn überhaupt hin? Ach, da geht's gar nirgendwo rein. Toll. Ja, der schießt wieder, der blöde Olle. Weißt du, und ganz lustigerweise kann er sich jetzt trotzdem wieder an Lynn erinnern. Vorher hieß noch Lynn, gibt's ja nicht, die Lynn gibt's ja nicht, was bildest du dir denn ein? Lynn, noch nie gehört. Und ganz plötzlich, da kann sich aber wieder erinnern. So. Ach ja, der Arschman, so einer ist das, so einer ist das. Okay, was haben wir denn jetzt eigentlich als Ziel? Habe ich wieder alles vergessen. Befreie Lynns Hypnoseschlampe, okay, das haben wir wie vorher und gehe zurück ins unterirdische Labor. Das heißt, wir sollten zuerst mal wieder in unser Zimmer gehen. Kommen wir da jetzt eigentlich durch? Ja. In unser Zimmer gehen. Es ist halt jetzt die Frage, wie kommen wir denn da wieder runter? Sind wir da durchgegangen, durch den Kamin? Ach ja, anscheinend schon. Okay, wir sind durch den Kamin gegangen. Okay, okay, gut zu wissen. Durchsuchen alle Zimmer. Haben wir getan. Wir haben alles durchsucht. Wir haben ziemlich viele Mottenschlüssel gefunden. Und natürlich auch die ein oder andere Milchpackung mit einer Vermissten drauf. So, gehe zurück. Hier. Spiele den Film im Vorführraum ab. Das Problem ist, ich glaube, da unten rennt jetzt ja wieder eher rum, oder? Ja, da unten rennt der Porzellan rum. Ach, verdammt. Man hat einfach keine Ruhe hier. Mal gucken, wo er ist. Ja, ich glaube, der ist gar nicht da drin. Ach, guck mal. Hä? Die falsche rote Nonne. Da hätte ich auch gerne alle Dinge von denen gesammelt, aber ich glaube, das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Im letzten Moment.
im letzten Moment rebelliere, durchbricht die kollektive Hypnose. Okay, wir haben eine Flasche dabei. Wir könnten die Spiegel theoretisch zerstören. Aber wir zerstören lieber das Ding da unten. Der Abschiedskuss. Okay, und wie können wir hier rebellieren? Haben wir irgendwas in unserem Inventar drin? Nee. Die Tür können wir leider auch nicht öffnen. Ah, aber hier. Vielleicht mal die Spiegel zertrümmern? Ja!
Ach du meine Güte, Collective Consciousness, Errungenschaft freigeschaltet. Ach du meine Güte, heißt das jetzt quasi Eliza ist auch nicht Eliza, sondern Eliza ist Gloria? Alles ineinander verworren. Rebelliere gegen Gloria, nutze Porzellan, um was zu tun? Um sie zu töten. Okay, jetzt sind wir er und jetzt geht's richtig los. Jetzt sind wir Porcelain oder auch Wyman. Und jetzt holen wir uns sie. Gloria oder Eliza oder wie auch immer. Sollten wir vielleicht mal nach oben gucken? Vielleicht ist sie ja da. Da waren wir ja noch gar nicht da oben. Kommen wir denn da überhaupt rein? Da kommen wir nicht rein. Das heißt, da oben sollten wir auch gar nicht hin. Na gut. Ja, der Porzellan guckt natürlich trotzdem alles ab. Der Luther King. So. Da drin ist sie. Ja. Mal schauen, wo genau. Vielleicht im Kinoraum, vielleicht im Raum von ihm. Nee, da sehe ich sie nicht. Und da ist zugesperrt, okay. Na gut, wir müssen ja nur die Dinge hier abgucken. Oh. Dann schauen wir einmal hier in der Waschküche, aber da wird sie vermutlich auch nicht sein. Alles frei. Er wollte ja Verstecken spielen. Der Ashman, er wollte ja Verstecken spielen. Jetzt spielen wir Verstecken. Nur halt mit jemand anderem. Wo bist du? Man hört sie reden. Bist du vielleicht da drin? Hallo? Wer ist denn da? Hallo Gloria. Na, das hat ja gut funktioniert. Okay, da geht's hier rein. Jetzt entwischst du mir nicht mehr. So schnell entwischst du mir nicht mehr. Vor allem nicht hier drin. Ja. So, geh mal hier einen kleinen Vorsprung, damit es auch spannend bleibt. Wo bist du hin? Bist du da nach hinten? Hier ins Bad vielleicht? Nee, nicht hier im Bad. Okay, da hat sie uns wieder ausgetrickst. Und da draußen kann sie nicht sein. Okay. Wir finden dich. Kann mir nicht vorstellen, dass sie nach unten gegangen ist. Deswegen gucke ich mal hier weiter auf der Ebene. Vielleicht ist sie ja wieder da drin. Nee, da ist sie auch nicht. Gutes Versteck, meine Liebe. Gutes Versteck.
dann gucken wir uns mal wieder hier um. Komischerweise, sein Badezimmer ist aber abgeschlossen, ich weiß gar nicht warum. Okay, sie ist noch auf der Ebene. Man hat sie gerade ganz leise reden hören. Ach, da kommen wir ja gar nicht rein. Oder, was natürlich auch sein kann, ist, dass sie unten ist, nämlich in der Lobby. Aber wir gucken einfach mal alles ab. Wir werden sie schon finden. Jetzt kann uns ja niemand mehr aufhalten. Denn jetzt können wir endlich mal ihn spielen. Derjenige, der uns bisher nur verfolgt hat, der uns nur töten wollte. Jetzt sind wir er. Okay, keiner da. There is no way out, sagt sie. Ist sie vielleicht da unten? Das wäre ja ein ziemlich dämliches Versteck. Natürlich ist sie da unten. Ha! So, danke fürs Tür öffnen. Ja, soll's auch. Geh schon. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Wo willst denn du hin? Ja. Na, komm schon. Wo läuft sie denn jetzt hin? Ins Ashman-Büro vielleicht? Na gut, sie könnte dort natürlich die Tür abschließen, dann kann da auch keiner rein. Komm schon, das müssen wir noch schaffen. Ja. Wir haben sie erledigt, aber wir müssen sie nicht töten. Oh ja, und da wissen wir ja schon genau, wie das abläuft mit den Eltern von Celeste, nämlich im ersten Teil von Remothered. Oh. Ach, hier sind wir auch noch. Habe ich schon wieder voll vergessen, dass wir hier auch noch sind. Wir versprechen gar nichts und ich drücke jetzt sicherheitshalber mal hier auf Pause, denn wir machen jetzt mal auch eine kleine Folgenpause. Da ist ja wieder einiges geschehen in dieser Folge. Wir haben also den Bann gebrochen und haben herausgefunden, Eliza ist die junge Gloria und Gloria will Rache. Und da kommen wir dann wieder zu den Geschehnissen vom ersten Teil von Remothered, nämlich Tormented Fathers. Da ging es ja um Gloria, um Richard Felton und darum, dass sie ihn quasi die gesamte Zeit, als er sich als Pflegerin, als Krankenschwesterin ausgegeben hat, die ganze Zeit ihn nur gequält und missbraucht hat, nur um ihn zu quälen, nur um Rache zu nehmen. Jetzt haben wir es herausgefunden, ja und jetzt sind wir wieder mit Rosemary hier, also das heißt mit Lynn, mit Rosemary, aber
in der Zukunft. Und da geht's in der nächsten Folge weiter, hier von Let's Play Remastered Broken Porcelain. Danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss!